Qu'est-ce que c'est que son père l'a riche et l'a fait. C'est exactement ce que oui, il a été donc une homme à la fille. Je vois ce que je ne me lasse pas de vous croiser sur ma route. Et c'est un coup qui est un garçon. Quel est votre tarif pour jouer les autres? Hey du! Ja du! Ich hab dich beim Mars gesetzt! Lass dich die Jungs nicht beruhigen! Du bist nicht mit autant de manières qu'un. Ich frag dich nicht nochmal. Sag gut, es mir! Reicht es aber. Wo ist Monsieur Lafrenière? Er ist tot. Was? Lauf, ich erkläre dich später. Thank you.
weit kommst du nicht, du Mistkerl! Bereit, den Frieden zu ruhen! Und sehe mich um. Wo sind sie? Findet sie! Komm her! Ich leg dich um! Zwei von ihnen voraus. Du übernimmst den, ich nehme seinen Freund. Thank you.
Bastard! Das war der letzte von ihnen. Lass uns verschwinden. Sie können nicht weit sein. Findet sie! Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Rückgratloses Schaf, ich werde dich sehen, mit Haut und Haaren. Komm wieder zur Ruhe, du armer Irrer. Behalte deine Hände bei dir. Ich hab mich nicht ausgedrückt. Du hast diese Angst, keine Wahl. Vor vielen Jahren, als ich aus der Bastille entkam, ließ ich die Leiter zurück, die ich aus Schnüren und Feuerholz hergestellt hatte. Sie ist berühmt, aber die Bastille wird wegen der Plünderungen bewacht. Könntet ihr, Bürger, mir die Strickleiter zurückholen? Sie ist irgendwo in diesem großen Gebäude. Den genauen Ort müsst ihr vom Quartiermeister erfahren. Bienvenue, cher client. Thank you.
Bienvenue, monsieur. Ça lui donne de la force face à la toute-puissance et à la prétendue mort. Cherchez à voler quelqu'un? Mes pensées, très exactement. Pour sûr, la politique est bien au-dessus. Seltsam. Was war das? Der Lümmel ist weg. Zurück an die Arbeit.
stimmt etwas nicht. Hab Dank, mein Freund. Das ist ein schönes Andenken. Content de vous voir ici. J'espère qu'il n'est pas sujet. Na, was für eine Überraschung. Du schuldest mir den Profit von gestern. Ich mache keine Geschäfte mit euresgleichen. Jamais vu ça.
parie qu'il a bu. Traurige Nacht. Er wollte der Bevölkerung im wiederhergestellten Hochstift Yale. Es kam ein Brief für euch. Er liegt in eurer Kammer. Gestern Nacht sah ich Madame Goose und Monsieur Grisier. Tatsächlich. Und wobei hast du sie gesehen? Keine Ahnung. Sie waren um Mitternacht bei der hinteren Mauer und flüsterten. Die Botschaft verbreitet sich über unsere Grenzen hinaus. Ein paar royalistische Fanatiker, genannt Les Actes des Apôtres, sind dabei, Bücher zu verbrennen. Viele seltene Manuskripte sind in Gefahr. Trefft meinen Kontakt am Place Dauphine und rettet, was ihr könnt. Wir werden Ihnen hier ein schönes Heim bieten. Ich wünsche einen guten Morgen, Herr. Thank you.
von mir. Genau du. Was wollt ihr denn? Du verkaufst verdorbenes Brot und wagst es, dich zu zeigen? Ihr geht zu weit. Nächster. Vous avez toute ma reconnaissance. Mille merci. Vous avez toute ma reconnaissance. Mille merci. Hey! Hörst du? Hey! Das gehört dir nicht! Gut, dass ihr hier seid. Sie haben den Großteil von Monsieur de Champs Bibliothek verbrannt. Bitte, rettet, was ihr könnt. Essaye de compromis. Écoutez-nous et agissez. Was genau sagt ihr mir eigentlich vor? Mein Gott, wie geht es dir? La durée qui se pique de parler de toi. Pas mon ami. Le propos est de percer le secret de son insolente réussite. Toi ! Ce passage-là oui, est-il bien nécessaire ? Je me pose c'est la question. C'est à toi que je parle. On a déjà évoqué ce point. Tu connais la guerre. Pourquoi tout ce vacarme ? Il n'y en aura pas pour tout le monde. Welche Freude! Bonjour et bienvenue!
Caisse de cartouche. Conscience, crois-moi. Épanouie. Restons-en là. Der Meister will dich sehen. Hallo, hat heute wenig zu tun. Wen haben wir denn? Was wollt ihr? Das Zauderer! Das bleibt nicht ungesehen! Merci. Dieu vous le rendra. Par ici. Quelqu'un a été tué. Garde, dépêchez-vous. Oh, merci. Dieu vous le rendra. Das wohl den falschen Händen. Rein mit dir. Zum dritten Mal diesen Monat. Ich brauche Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze! Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Ha! Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sagte Schnauze, Vidoc. Überlegt doch. Er hat die Arbeit, ihr die Lorbeeren. Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Oh. Hey! Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum solltest du? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Und weil mir sterbenslangweilig ist! Oh, um Gottes Willen, schweig doch, Vidoc! Mönche waren mir immer schon unheimlich. Abgeschottet in riesigen Gebäuden. Damit kommt nicht jeder zurecht. Seht euch doch das Kloster hier auf der Insel mal genauer an. Ich bin Madame Tussaud. Ich fertige Wachsfiguren und Totenmasken. Ich versprach der Versammlung, Masken von berühmten Opfern der Guillotine anzufertigen. Es ist grausam. Doch nur so konnte ich aus dem Gefängnis freikommen. Und nun hat jemand die Köpfe gestohlen, die man mir gab. Könnt ihr sie bitte wiederfinden? Meine Freundin hat etwas Wichtiges herausgefunden. Sie schickte mir diesen Brief. Gerüchten zufolge wollte ein Soldat, der Sir Chapelle bewachte, den Kopf von Olympe de Gouges. Er war ein stiller Verehrer von ihr.
Der Richter vom Palais de Justice, der Jacques Hébert verurteilt hat, wollte anscheinend seinen Kopf als Trophäe. Thank you.
Ordnung sorgen. Da stimmt was nicht. Ruhe und Frieden, Miss Kern. Ihr habt sie. Nun kann ich die Totenmasken machen. Oh,
in was für einer Welt wir leben. Ich will alles geben. Ja. Bruder Stanislas, Bernard und sogar der geschätzte Bruder Benoit. Und dann Bruder Jean, alle tot. Das begreife ich alles nicht. Drei Mönche sind noch am Leben. Gott sei Dank. Aber ich wage es kaum. Ist es möglich, dass der Mörder einer von ihnen ist? Ach, Unsinn. Wer unter ihnen sollte zu so etwas fähig sein? Es ist so viel geschehen. Erst der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. Ich lief zum Doktor. Und als ich zurückkam, was fand ich vor? Sie waren alle tot. Und nun Bruder Jean. Er drosselt an seinem Pult. Ich sah einen Mönch dort drüben, der ein Feuer machte. Ein Feuer, hier im Weingarten. Nun, ich rief, er soll verschwinden, dann lief er davon. Stirb, du Feigling!
Es ist so viel geschehen. Erst der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. Den Verschwörern verhieß man den Tod im Schlaf. Jean war Opfer eines Brudermords. Ist es Mord, des Schicksals Bote zu sein? Alles bewahrheitet sich, ich sag's euch. Selbst dies. Der ist auch nicht ganz bei Trost. Verhaftet den Irren, in 9 von 10 Fällen war er es. Bedient euch. Kommt er nicht weiter? Eine harte Nuss, wie? Il va leur donner 10 fois livré avant ce soir.